Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist wie immer Kalle von Ornithologie für Anfänger und langsam wird es hier Winter am Bodensee. Die ersten Wintergäste treffen ein und ich dachte mir, an diesem freien Tag, den ich mir mal ausnahmsweise genommen habe, fahre ich in die Schweiz an den Obersee und schaue dort mal nach Prachttauchern. Genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich werde eine größere Radtour machen, eine Stunde werde ich dahin ungefähr unterwegs sein. Aber bevor es soweit ist und wir dort nach den Prachttauchern gemeinsam suchen, möchte ich euch noch ein paar theoretische Sachen zum Prachttaucher erklären. Der Prachttaucher gehört zu den Seetauchern. Die Seetaucher sind eine eigene Gattung und gar nicht näher mit irgendwelchen anderen Gattungen verwandt. Also nicht mit den Lappentauchern, nicht mit den Röhrennasen und so weiter. Also der Prachttaucher gehört zu den Seetauchern und diese sind eigentlich eine sehr eigenständige Gattung, die schon sehr früh in der Evolution sich von den anderen Gattungen entfernt haben. Seetaucher sind relativ große Taucher, ähnlich wie die Lappentaucher sind sie an Land sehr unbeholfen, weil sie einen stromlinienförmigen Körper haben, liegen relativ tief im Wasser und haben die Füße sehr weit hinten am Körper angesetzt, sodass sie wirklich an Land ziemlich dämlich aussehen. An Land wird man die hier aber auch relativ wenig sehen. Und bevor ich da weiter darüber erzähle, möchte ich erstmal sagen, welche Arten es überhaupt hier im Winter zu sehen gibt. Also grundsätzlich sind das 4 Arten bzw. 5 Arten, die man in Mitteleuropa beobachten kann. Allerdings sind das alles nur Gäste auf dem Herbst- und Frühjahrszug, zum Teil aber auch überwinternd an den Nord- und Ostseeküsten, am Bodensee, aber auch an den Mittelmeerküsten. Das ist der Sterntaucher, der Prachttaucher, der Eistaucher und der Gelbschnabeltaucher. Allesamt verbindet sie, dass sie einen sehr dolchförmigen Schnabel haben, einen langen Hals und im Prachtkleid wunderschön aussehen. Im Schlichtkleid ist die Bestimmung nicht ganz so einfach, aber dazu später. Ich hoffe, wir werden auch einige Aufnahmen von ihnen bekommen, denn der Bodensee am Obersee ist relativ breit und Seetaucher, mögen das, wenn es tief ist, also sie können auch bis zu einer Minute unter Wasser sein und dort nach Fischen tauchen. Und da ist es gar nicht so einfach, da überhaupt mal nah an die dran zu kommen. Ich habe natürlich das Spektiv dabei, aber es kann trotzdem sein, dass die unter Umständen einen Kilometer oder noch weiter weg sind. Und dann ist es natürlich schwierig, mit nur 600 mm in Anführungszeichen mehr als Belegaufnahmen machen zu können. Gerade auf diese größere Entfernung ist es gar nicht so einfach, Prachttaucher von anderen Tauchern, Seetauchern zu unterscheiden. Aber es gibt noch eine weitere Art, die hier nicht ganz selten ist, relativ häufig sogar, mit dem man auf den ersten Blick solche Seetaucher auch verwechseln könnte. Und das ist der Kormoran. Der Kormoran ist aber vor allem dann an ein paar Unterscheidungsmerkmalen ganz gut zu bestimmen. Und zuerst lässt sich dort auf jeden Fall mal die Schnabelform ansprechen. Die Schnabelform bei den Tauchern ist sehr dolchförmig, sehr spitz und beim Kormoran ist sie ja so leicht, dass die Spitze vorne nach unten gebeugt ist. Daran kann man das ganz gut erkennen und außerdem, wenn man den Vogel im Wasser sieht, was ja Kormorane und auch Seetaucher meistens sind, kann man sehen, dass der Schwanz des Kormorans meistens genau auf Wasseroberfläche oder sogar unten drunter liegt, während der bei den Tauchern meistens etwas rausschaut. Gerade so einzelne Federn schauen da gerne mal noch drüber hinten am Schwanz aus dem Wasser raus. Daran kann man die Silhouette ganz gut erkennen. Und ein drittes Merkmal ist, wenn man sieht, wie die Kormorane und wie die Seetaucher eintauchen, kann man daran auch schon mal ganz gut was bestimmen. Der Kormoran taucht nämlich mit einem kleinen Sprung meistens ins Wasser ein, während die Seetaucher in so einem kleinen Bogen relativ elegant abtauchen. Das sind dann meine Tipps, wie man die Arten, die Seetaucher von den Kormoranen unterscheiden kann. Gerade auf größerer Entfernung kann es dann doch schon mal ganz hilfreich sein. Darf ich euch kurz Vivara, den Sponsor dieses Videos, vorstellen? Mein Partner steht seit mehr als 10 Jahren für besonders nachhaltige und umweltfreundliche Vogelfuttersysteme, Nistkästen und vieles mehr. Ich bin mir sicher, es ist auch etwas für dich dabei. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Klick dich einfach mal durch. Auf ihrer Website findest du sicher etwas für deinen Garten oder deinen Balkon. Naja, jetzt haben wir aber schon mal rausgefunden, dass es gar nicht so einfach ist, die Seetaucher untereinander auseinanderzuhalten.
Und da muss man dann genauer hinschauen. Hier am Bodensee, aber auch an der Nord- und Ostseeküste, auf größere Entfernungen, sieht man immer mal wieder diese ganzen Seetaucher, ob es jetzt Eistaucher, Prachttaucher oder auch mal ganz selten der Gelbschnabeltaucher sind. Und da muss man dann auf verschiedene Merkmale im Schlichtkleid achten, damit man die auch im Winter gut auseinander bekommt. Da ist zum einen zu nennen, dass man auf die Größe, aber auch auf die Schnabelform und Schnabelfarbe achten muss. Und die Kopfmuster sind da auch sehr, sehr wichtig. Bei den Kopfmustern kann es sein, oder ist es so, dass die im Schlichtkleid schwarz und weiß an den unterschiedlichen Stellen haben. Und da sollte man wirklich genau drauf aufpassen, denn daran kann man die Tiere ganz gut untereinander unterscheiden. Außerdem, die Zeichnungsmuster auf der Oberseite sind auch noch ein gutes Merkmal, wobei die teilweise echt schwer zu erkennen sind, gerade wenn noch ein bisschen Wellengang ist. Sprich, oftmals kann man gar nicht wirklich alles genau bestimmen und man muss ein bisschen über das Gefühl auch gehen. Und diese Kombination von diesen ganzen Faktoren, die ich gerade genannt habe, sind wichtig, um Prachttaucher von Eistauchern und anderen Seetauchern zu unterscheiden im Schlichtkleid. Eine spannende Geschichte habe ich noch, bevor es dann endlich in die Schweiz losgeht. Ihr könnt es wahrscheinlich genauso wenig wie ich erwarten. Und zwar Seetaucher haben ja einen sehr starken, durchförmigen Schnabel. Und dieser ist nicht nur für die Nahrungssuche sehr, sehr wichtig, sondern auch für die Verteidigung. Seetaucher, alle letztendlich dieser Gattung, sind relativ aggressiv gegenüber anderen Seetauchern. Und es wird immer wieder beobachtet, wie sie abtauchen und von unten mit dem Schnabel in die Brust ihres Kontrahenten reinstechen. Und das, letztendlich haben Untersuchungen gezeigt, dass solche Seetaucher, gerade die Erwachsenen, sehr häufig Narben an ihrer Brust aufweisen, weil sie von anderen Seetauchern angegriffen wurden. Noch eine Nummer krasser, Seetaucher sind ja gar nicht so klein, wie man sich das vorstellt. Also die Prachttaucher sind ungefähr Stockenden groß. In Amerika gab es von einem unbestimmten Seetaucher, leider wurde das in diesem Artikel vom Spiegel nicht genauer definiert, welche Art das ist, gab es einen Vorfall, dass ein Weißkopfseeadler, die ja in Amerika streng geschützt sind, todtreibend auf einem See gesichtet wurde. Dort hat man dann Untersuchungen angestellt und geschaut, wie konnte das denn passieren, weil man hat noch einen toten Seetaucherjungen gefunden. Und letztendlich hat man dann das genauer obduziert und sich den Seeadler angeschaut. Dabei ist herausgekommen, dass ein Seetaucher den Seeadler bei der Verteidigung seines Jungen erstochen haben muss, mit seinem Schnabel bis ins Herz vorgedrungen ist und er daran gestorben ist. Also daran sieht man mal, was für eine Gewalt diese Seetaucher haben. Das sind keine kleinen Schwarzhalstaucher, Zwergtaucher, was auch immer. Diese Seetaucher sind wirklich von der Größe auch deutlich zu unterscheiden. Das soll es jetzt aber erstmal an Informationen gewesen sein. Ich packe jetzt meine Sachen. Ich habe hier gehofft, dass der Nebel sich noch ein bisschen verdrängt. Ich kann von hier auf die Schweizer Seite schauen, beziehungsweise ich kann sie nicht erkennen, weil es so neblig ist. Ich fahre trotzdem einfach mal los. Gute Sicht ist nämlich wichtig, wenn ich bei den Seetauchern sein möchte, denn ja, unter Umständen sind die Seetaucher wirklich auf der anderen Seite, auf der deutschen Seite zu sehen und dann sind das 2-3 Kilometer an dieser Stelle und ja, dann wird das leider nichts mit beobachten. Deshalb warte ich noch ein bisschen, bis der Nebel sich verzieht. Vielleicht gibt es auch noch andere schöne Motive und das sollte dann hoffentlich passen. Ich bin noch gar nicht so lange hier und habe schon die ersten zwei Prachttaucher gefunden. Die sind gefühlt mehr näher auf der deutschen Seite als auf der Schweizer Seite. Allerdings weiß ich nicht, ob ich wirklich näher dran komme. Man konnte sie ganz gut bestimmen. Ich meine, das sind einfach Vögel, die relativ groß sind. Ähnlich wie ein Kormoran relativ tief im Wasser liegen und dann noch hell-dunkel gefärbt sind. Insofern, die Bestimmung ist relativ sicher. Ich schraube jetzt mal statt dem Spektiv da die Kamera oben drauf aufs Stativ und probiere da einmal ein paar, zumindest mal Belegbilder und Videos zu machen. Die Stelle ist trotzdem extrem interessant.
Hier direkt vor mir sind noch ganz viele Kolbenenten, an die man relativ nah dran kommt. Auch dort drüben sieht man einige Enten, die ich mir jetzt noch gar nicht genau angeschaut habe. Das werde ich jetzt gleich mal tun. Und ich würde mal sagen, es hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt, hierher zu kommen. Entschuldigt auf jeden Fall mal die Aufnahmen, die sind echt sehr schlecht geworden, weil die Entfernung sehr groß war. Und außerdem habe ich das von einem Steg runter gemacht, wo regelmäßig auch andere Leute drüber gelaufen sind. Und dadurch kam es zu echt großen Verwacklungen, wenn man da auf 600 mm plus digitalen Zoom noch filmt. Deshalb, ja, das tut mir leid, dass die Aufnahmen nicht ganz so brauchbar sind. Boah, das ist echt cool mit den Seetauchern hier. Wir konnten jetzt nicht nur zwei, sondern direkt 8 Prachttaucher gleichzeitig sehen, die da als Trupp immer wieder abgetaucht sind. Ist gar nicht so einfach, die zu zählen, weil die ja doch relativ viel abtauchen, runtertauchen und dann ja eine knappe Minute zum Teil unter Wasser waren und dann an einer ganz anderen Stelle wieder hochgekommen sind. Trotzdem, es waren 8 Stück und ich bin sehr zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich habe allerdings noch einen zweiten Spot hier direkt in der Nähe gefunden beim Herfahren, wo sehr viele Kolbenenten relativ nah am Wasser waren. Da probiere ich mich jetzt nochmal auf Augenhöhe hinzulegen und vielleicht kommen da auch noch schöne Bilder oder Videos bei rum. Das soll es von diesem Video auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges Neues über unsere Seetaucher, über den Prachttaucher letztendlich herausfinden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vielleicht noch als kleinen Disclaimer, die Schweiz ist ja mittlerweile, wenn dieses Video rauskommen wird, ganz Risikogebiet. Allerdings wir als Baden-Württemberger dürfen weiterhin für 24 Stunden in die Schweiz. Das ist ja immer schwierig, so ein bisschen die Corona-Information rauszufinden. Das Video ist schon länger, habe ich schon vor längerer Zeit aufgenommen. Da war der Kanton Thurgau, also dort, wo ich unterwegs war, noch kein Risikogebiet. Ansonsten sehe ich das eigentlich sehr unproblematisch, wenn ich mit dem Fahrrad dorthin fahre, zu keinem Kontakt hatte. Aber trotzdem nur, damit ihr das auch wisst, ich war hier in keinem Risikogebiet und ich war auch nicht in Kontakt mit irgendwelchen Leuten dort. Das ist mir relativ wichtig, dass ich das noch einmal erzählt habe. Das soll es also von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.